Seit 2 Jahren möchte ich dieses Video machen. Heute klappt's endlich. Ich kann euch mitnehmen auf eine Messfahrt. Wir sind heute bei der Radio Optimization in Frankfurt zu Gast. Kollegen wie Dennis Lehmacher sorgen dafür, dass die aufgestellten Funkmasten im Netz der Telekom optimal zusammenarbeiten. Machen Sie das nicht, kann es zu Gesprächsabbrüchen kommen. Der Kunde empfindet einen solchen Abbruch als Funkloch aufgrund von mangelnder Versorgung. Die Ursache kann aber auch ganz woanders liegen. Wir vermuten im Bereich der Europabrücke auf der A5 in unserem GSM-Netz einen Gleichkanal, sprich Interferenz in der Luft für die Endgeräte. Das bedeutet, dass 2 unterschiedliche GSM-Sender auf der gleichen Frequenz senden und das ist schlecht für unser Netz. Jetzt mal als Laie gefragt, eigentlich sind 2 Kanäle in der Luft, ist doch super für mein Handy, kannst 2 Kanäle empfangen. Was ist der Grund dafür, was stört da denn? Grundsätzlich ja, bei GSM ist es aber so, dass wir dedizierte GSM-Kanäle verwenden auf verschiedenen Frequenzen, um unsere Ressourcen anzubieten und Kapazität für die Endgeräte zur Verfügung zu stellen. Nun haben aber 2 Sender auf der Autobahn die gleichen Kanäle und der eine überlagert den anderen mit der gleichen Frequenz. Somit weiß das Endgerät nicht mehr, wo es zuhören soll und bricht im Notfall den Call einfach ab. Und das ist schlecht für den Kunden und auch schlecht für unser Netz. Wie seid ihr denn auf den Fehler gestoßen? Solche Fehler spüren wir selbst im Netz auf, weil wir unsere eigenen KPIs ständig selbst kontrollieren. Oder auch auffällige Stationen, die gestern noch gut waren und heute ganz viele Abbrüche produzieren, dann auffallen im Netzmanagement Center oder auch zu uns gemeldet werden. Andererseits gibt es auch Kunden, die sich dann bei uns direkt beschweren und das bearbeiten wir dann natürlich. Aber ich kann dir das ja auch mal am Computer zeigen. Das hier ist die A5 mit der Europabrücke in der Mitte. Und hier sehen wir jetzt 2 rote Pfeile, die mir andeuten, dass der gleiche Kanal in der Luft ist und diese auch die Autobahn in diesem Bereich versorgen. Das passiert, wenn wir unsere Nachbarschaften planen und 2 Sender für uns offensichtlich nicht direkte Nachbarn sind, die sich aber in der Luft treffen und das eine Signal das andere überlagert. Somit kommt es dann letztendlich zum Abbruch oder halt zu Problemen aufgrund von Interferenzen. Grundsätzlich steht uns nur eine bestimmte Anzahl an GSM-Kanälen zur Verfügung, die wir ersteigert haben. Und die müssen wir über das gesamte Bundesgebiet möglichst so aufteilen, dass im besten Fall keine Interferenz besteht und auch alle Nachbarschaften zwischen verschiedenen GSM-Stationen funktionieren. Warum passiert sowas? Das passiert durch unser automatisches Planungstool, mit dem wir versuchen, die Frequenzen bestmöglich im Bundesgebiet aufzuteilen und auch möglichst interferenzfrei aufzuteilen. Nun weichen die Planung und die Wirklichkeit nun mal voneinander ab, weil das da draußen ist ja Physik und die Physik kann der Computer halt nicht zu 100% nachbilden. Dieter, das ist jetzt das Messfahrzeug. Das sieht ja so ein bisschen aus, als ob wir hier, wir stehen zwar im Regen, aber ob wir zum Skifahren gehen. Erklär mir mal das Fahrzeug. Das ist leider nicht so. Das sieht wohl aus wie eine Skibox, aber wir fahren natürlich nicht in die Alpen. Und in der Box sind zum Beispiel 4 Endgeräte verbaut, sowie die GPS-Antenne und die einzelne Antenne für unseren Scanner. Der wurde man dann im Auto sehen. Das heißt, da sind Handys drin? Da sind Handys drin, die sind in Boxen eingebaut mit einer Dämpfungshülle, dass man sozusagen in Car simulieren kann. Das heißt, mit einer Dämpfungswerte in der Box entspricht das ungefähr, wie wenn man im Auto telefoniert mit dem Handy. Kann man das aufmachen? Das kann man aufmachen. Unsere Dachbox mit unseren 4 Handys verbaut, mit einer Dämpfungshülle. Öffnen wir mal so eine Box, dass man das Handy auch sieht. So, hier ist jetzt zum Beispiel das Handy. Ein Sony verbaut. Mit einer speziellen Software, die sich Qualipop nennt. Weiterhin ist hier verbaut die Antennen für unseren Scanner, wo im Fahrzeug verbaut ist, sowie eine GPS-Antenne vorne in der Mitte, um natürlich die Messspur und so weiter auf dem Map darzustellen. Jetzt gehen wir mal ins Fahrzeug, wo unsere Messtechnik verbaut ist. Also hier ist verbaut zum Beispiel unser PC für die Messerei, 2 Monitore und verschiedene Scanner, um die einzelnen Empfangspfade auch für MIMO 4x4 zu messen. Starte unsere Messsoftware.
Dann habe ich hier verschiedene Optionen mit vorgefertigten Workspaces. Das heißt, die habe ich schon speziell entworfen, zum Beispiel für GSM-Messungen, für UMTS-Messungen, für LTE-Messungen. Wir warten jetzt noch, jetzt sieht man hier die Available Devices, das heißt, das sind die Endgeräte, die melden sich jetzt momentan am System, wo wir eben nachgeschaut haben, die vier Endgeräte, beziehungsweise auch die Scanner. Starte ich mal einfach eine vorgefertigte Workspace. In der Workspace sind schon verschiedene Konfigurationen für die Geräte verankert. Das heißt, wir machen jetzt momentan eine GSM-Messung. Ja. Das heißt, die Geräte sind schon in der Workspace auf GSM geforst und was im Endeffekt tun sollen. Das heißt, wir messen natürlich mit Dauercall, da wir auch Qualitätsprobleme jetzt untersuchen wollen. Mhm. Einen Scanner haben wir auch mit angebunden. Den brauchen wir natürlich auch dann für die Interferenzbewertung. Das heißt, der Scanner bewertet dann auch über die Software die potenziellen Interferer bzw. misst auch Interferer, wo wir dann hoffentlich jetzt auch bei unserer Messfahrt ermitteln und dann im Büro im Detail auswerten. Ja, das ist jetzt unsere Oberfläche. Eigentlich könnten wir jetzt mit der Messung starten. Bei einem Endgerät habe ich schon gesehen, hat es Qualitätsprobleme auf jeden Fall gegeben. Und müssen wir jetzt weiter schauen, was das System daraus macht, beziehungsweise wie das System das bewertet. Kannst du sagen, was das für Datenmengen sind, die da jetzt gesammelt werden, oder sind die eigentlich vernachlässigbar, weil ihr nur Calls macht? Nein, vernachlässigbar sind die natürlich nicht. Da ja im Hintergrund der Scanner läuft, der nimmt 250 Messwerte pro Sekunde auf. Und selbstverständlich muss der natürlich auch die Interferenzbewertung dann im Hintergrund machen. Das heißt, was könnte ein potenzieller Störer sein oder was hat im Endeffekt der Scanner auch als richtigen Störer ermittelt. Das gibt er mir dann in der Liste raus und die nähere Bewertung dann müssen wir dann im Büro machen. Wir drehen dann am Frankfurter Kreuz. In der Zeit, wo wir dann über die Brücke fahren, speichere ich ab und setze neue Messfahrt auf. Weil wir auf dem Rückweg auch noch mal messen. Jawohl. Im Bereich haben wir gesehen, zwei Endgeräte hatten natürlich auch wieder extreme Qualitätsprobleme. Und wieso nur zwei Geräte? Die Endgeräte unter... Da sind doch vier Geräte sind doch oben eingeschaltet. Warum haben wir jetzt nur zwei Probleme? Ja, weil die Endgeräte sind unterschiedlich vom Verhalten her. Was auch noch der Fall ist, nicht jedes Endgerät ist ja auf dem gleichen Kanal und auf dem gleichen Zeitschlitz von GSM aktiv. Wenn nur einer von mehreren Kanälen an einer Station gestört ist, hat natürlich nur das Endgerät in dem gestörten Kanal eingeschaltet. Unser Problembereich war ja die Europabrücke. Die zoomen wir jetzt mal ran. Da sieht man auch schon, dass wir hier auf der Europabrücke direkt Qualitätsprobleme haben. Dann haben wir hier ein Interferenzanalyse-View. Da bekommen wir angezeigt, welche die möglichen Störer sein könnten. Mhm. Dass man sagt, jetzt zum Beispiel die F-Schwaner im Heisenrad. Schaut man erstmal, wie weit ist die eigentlich weg. Da haben wir jetzt zum Beispiel 1,3 Kilometer. Die ist auch gemessen worden. Und keine Bewertung wie zum Beispiel potenzielle Interferenz. Das heißt gemessene Interferenz. Die ist richtig gemessen worden vom System und auch bewertet worden. Alles klar. Jetzt sieht man hier, wir haben hier auch nochmal unsere Saone-Straße aufgelistet mit unserem Broadcast-Channel. Das heißt BTCH60 wird gestört durch einen CX. CX heißt immer, das ist ein Traffic-Channel. Das heißt, die Schwanheim-Heisenrad hat einen Traffic-Channel 60. Okay. Haben aber einen Carrier-to-Interferer von minus 6. Das heißt, die kommt so mit minus 6 dB an dieser Stelle besser an, die unsere eigentliche Zelle, wo hier versorgt, wie die Niederratzer ohne Straße. Also für diese Bewertung würde ich auf alle Fälle ein IoT setzen mit... Du meinst ein Interferenzverbot? Ein Interferenzverbot, richtig, mit Traffic Channel gleich Kanal. Alles klar, dann schick mir das rüber. Jo. Und dann werde ich das weitere veranlassen. Also ihr seid euch jetzt im Reinen darüber. Mir musst du das leider aber noch ein paar Sachen erklären.
Ich sehe hier die Strecke, die wir gefahren sind, oder? Jawohl, richtig. Lila zeigt mir an, das ist super, aber auf der Brücke haben wir dann doch deutliche Störungen gehabt. Jawohl, da haben wir deutliche Störer mit Qual 5 bis 7. Das ist also schon ein ganz kritischer Bereich für GSM. Und versorgt werden soll jetzt die Brücke eigentlich von dieser Station aus, die mit ESTA gekennzeichnet ist als Server. Aber da sich jedes Endgerät anders verhält, ist nicht jedes Endgerät auf unsere eigentliche Serverzelle drauf. So, und jetzt alle Standorte, die hier mit Zahlen belegt sind, sind im Grunde genommen in der Auswertung mit drinnen. Und ihr habt jetzt festgestellt, welcher dieser Standorte der ist, wo ihr sagt, das ist der, der gestört hat. Genau. Das ist jetzt die Bewertung, wo die Software gemacht hat. Das heißt, sind potenzielle Interferer, schlägt er mir vor, ungemessene Interferer. So, und jetzt habt ihr alle bewertet, alle Stationen, und seid jetzt zu ihm als Störer gekommen, dem I8. Zum Beispiel. Ja? Zum Beispiel haben wir hier auch unsere Interferenzliste. Das sieht man natürlich erst die gemessenen. Wir haben jetzt erstmal angenommen der Interferer 1. Das wäre jetzt hier gekennzeichnet. Der ist naheliegend zu unserem Server, dass der auf der Autobahn uns stört. Da haben wir gesagt, den schreiben wir auf jeden Fall, den Frequenzverbot. Als nächstes, wo noch naheliegend ist, Carriato Interferer von 0 dB, auch 3,5 Kilometer entfernt. Also ist natürlich auch im Bereich der Störung, sag ich mal. Gut, und die werden jetzt mit einem Verbot belegt? Genau. Das geht, wer macht das? Also ich bewerte die Interferenzen, dokumentiere die, ja, schicke die weiter an meinen Auftraggeber. Dieser trägt die dann in die BKBs ein und in Bonn werden die Frequenzen durch RNF neu berechnet. Meistens nicht nur die Stationen, wo momentan meine Interferer sind oder Server sind, sondern es lässt sich leider nicht vermeiden, dass man meistens das komplette Gebiet neu berechnen muss. Gut, das soll es gewesen sein, hier aus der Radio Optimization in Frankfurt. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Und falls ihr nichts verpassen wollt über den Netzaus- und Umbau bei der Deutschen Telekom, dann abonniert einfach den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt sag mir aber nochmal, der Kasten oben auf eurem Messwagen, der habt ihr doch aus dem Baumarkt für Skier, oder? Oder aus dem Sportgeschäft? Nein, das ist extra für die Messtechnik oder angefertigt worden. Ja, es gibt halt auch Probleme im Sommer mit den Geräten, dass sie zu heiß werden. Da steigen die Geräte aus. Deswegen ist da extra Kühlung für die Geräte im Sommer vorhanden. Beziehungsweise im Winter Heizung, dass die auf einer Temperatur bleiben, die Geräte.